Du wirst nicht glauben, was für unglaubliche Vorteile es hat, wenn du diese Teile hinter deine Fenster oder Türen legst. Worauf du hierbei allerdings unbedingt achten musst und wie es genau wirkt, erfährst du in diesem kurzen Video. Im ersten Schritt brauchst du dafür ein Stück Seife. Dieses solltest du jetzt komplett fein reiben. Schnapp dir dafür eine Käsereibe und raspel die Seife richtig schön klein. Wenn du das gemacht hast, folgt auch schon der nächste Schritt mit der nächsten Zutat. Denn neben der Seife brauchen wir jetzt noch etwas anderes. Und zwar Kaffeepulver. Zu einem Stück Seife solltest du ungefähr 60 Gramm Kaffeepulver mit dazugeben. Jetzt folgt noch eine dritte Zutat. Bei der handelt es sich um herkömmlichen Essig. Hiervon brauchst du nur eine sehr kleine Menge. Gib einen kleinen Schuss mit dazu und beginne alles etwas umzurühren. Die Masse sollte am Ende nicht komplett nass sein. Es muss nur ein wenig klebrig sein, das reicht schon aus. Wenn du es jetzt gut miteinander verrührt hast, folgt gleich die wichtigste Zutat. Zuerst nimmst du dir ein bisschen Alufolie und verteilst jetzt ungefähr 2 Esslöffel von dieser Mischung auf der Alufolie. Die wichtigste Zutat ist ein ätherisches Öl. Welches es genau sein sollte, erfährst du gleich. Gib ein paar Tropfen davon hier mit oben drauf und rühre es nochmal vorsichtig durch. Jetzt beginnst du das Stück Alufolie zu einem Ball zu formen. Klappe die Enden übereinander, drehe es ein wenig ein und alles, was hier unten übersteht, drückst du an. Dadurch hast du jetzt einen solch kleinen Ball. Im nächsten Schritt schnappst du dir einen Zahnstocher und machst einige Löcher hier hinein. So kannst du das Ganze dann auch schon hinter deine Fenster oder Türen legen. Doch es hat verschiedene Anwendungsbereiche und dabei kommt es darauf an, was für ein ätherisches Öl du verwendet hast. Denn die Vorteile hiervon sind wirklich enorm. Wenn du zum Beispiel Lavendel, Teebaum oder Pfefferminzöl benutzt hast, dann kannst du damit Mücken fernhalten. Sie werden so gar nicht erst in deine Wohnung kommen, wenn du es hinter die Fenster stellst. Wenn du Lavendelöl nimmst, kannst du Spinnen davon abhalten, in deine Wohnung zu kommen. Oder du nimmst einfach irgendeinen Duft, den du gerne riechen magst und du hast eine kleine Duftquelle, die du entweder offen hinlegen oder auch irgendwo in der Wohnung verstecken kannst. Wusstest du übrigens, dass du das hier immer in deinen Mülleimer geben solltest? Worum es sich handelt und was dieser Trick dir bringt, erfährst du, wenn du jetzt auf das Video klickst, welches du im Bildschirm siehst.